herzlich willkommen zu Feuervogel TV mit dem Spiel Hagen gegen Bayreuth. Ein absoluter Basketballklassiker, nicht zuletzt seit dem unglaublichen Duell in Bayreuth 2009, als ganz Hagen vor der Internetübertragung zitterte und Phoenix den Grundstein für die erste Liga legte. Los geht's ins Duell 2012. Auch immens wichtig, vor allem für unsere Jungs, nach der deftigen Klatsche in Oldenburg mit 51 Punkten. Und auch dieses Spiel bietet ein Herzschlagfinale. Das erste Viertel richtig stark von Phoenix. Gleich ist Dominanz zu spüren. Die Defense steht. Vorne fallen die Körbe. Phoenix bleibt vorne. Auch im zweiten Viertel bleibt die NRW Arena uneinnehmbar. Devin White mit gutem Auge für den Kollegen und für den richtigen Moment in die Passwege der Bayreuther zu stoßen und dann auch den Ball zu versenken. Auch von weiter weg klappt's. Ja, und der sechste Mann, die 2860 Zuschauer in der NRW Arena, sind entsprechend auch mit dabei. Viertel kippt das Spiel ein bisschen. Bayreuth kommt ran, trifft vorne, schafft es in der Defense, das Spiel von Phoenix zu zerstören. Insgesamt kommt mehr Feuer in die Partie. Eine heiße Endphase kündigt sich an. In dieser Phase macht Topscorer Abel Ludwig die wichtigsten seiner 17 Punkte. Nach ihm trifft Adam Hess insgesamt am besten, macht 13 Punkte, genau wie Devin White, der sich an diesem Abend allerdings an der Freiwurflinie so gar nicht wohlfühlt. Es wird immer knapper. Wieder nichts für schwache Nerven, das Duell Phoenix gegen BBC. Der Showdown. Dramatik pur. Es hält niemanden mehr auf den Plätzen. Phoenix schafft es aber über die Ziellinie mit 2 Punkten vor.
Hagen feiert einen wichtigen Heimsieg. Felix macht den Klettermax. Auf geht's, Phoenix. Vielleicht ja auch mal auswärts mit etwas erfreulicheren Ergebnissen in Bamberg und Frankfurt. You go in the infights like a lumberjack. Is it okay when we call you Abe Lumberjack now? Yeah, that's fine. I've never had a nickname, so I guess technically that's my first nickname. But it's just good to get a win here, and it was a great atmosphere. It was a lot of fun. What is it about to play for Phoenix Hagen? You're here since till summer, yeah. And what do you think about this? It's great. Especially, I mean, like a night like tonight, when it's a close game at the end there, you can see how much difference the fans make. I mean, that last possession, it was five of them versus however many people were here. And this is my first experience overseas, and I've loved it. It's been great, and the people of Hagen are awesome. And, you know, come back to our next game. Das Spiel war sehr knapp heute. Was meinen Sie aus Trainersicht, woran hat es gelegen? Deutlich, unser Anfang war nicht gut genug. Hagen hat die erste Halbzeit dominiert und war besser. Und wir mussten Pick-up-Catch-up-Basketball spielen. Die zweite Halbzeit haben wir gut gemacht, aber dann sind wir noch nicht erfahren genug, um am Ende unsere Chancen, die wir wirklich gehabt haben, zu machen. Also verdiente Sieg, denke ich, von Hagen. Leider. Es war heute richtig leidenschaftlich und auch richtig knapp. Warum machen Sie es jedes Mal so spannend? Wir haben es noch nie so spannend gemacht. Die Spiele, die wir bisher gewonnen haben, die waren eigentlich immer sehr, sehr klar. Und ich bin froh, dass wir heute mal ein enges Spiel dann nach Hause geschaukelt haben. Abe Lodwig hat heute den Spitznamen Abe Lumberjack bekommen, weil er wie ein Holzfäller in die Zweikämpfe geht. So kam es einem von außen vor. Mhm. Trainieren Sie das? Das kann man ein bisschen trainieren, aber am meisten kommt das von den Charakteren der Spieler. Und er hat diese Einstellung und diesen Charakter, genau auch dahin zu gehen. Und da haben wir zum Beispiel auch Larry, ne, der heute 10 Rebounds geholt hat, viele Offensiv-Rebounds auch. Und der geht auch dahin, wenn Sie so schön sagen, wo es weh tut. Abe heute, ein Grund mit, dass wir gewonnen haben, richtig.